Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Guten Morgen. Heute mal wieder die kleine Celine. Die große Celine mit am Start. Ja, wir wollen heute mal eine Tour machen. Wir haben eigentlich nur im Kopf ein bisschen was geplant. Wir wollen runterfahren ins Murgtal, dann fahren wir bis Forbach. Von Forbach wollen wir Richtung Baden-Baden fahren und dann wieder links abbiegen Richtung Schwarzwald-Hochstraße. Da muss irgendwo noch ein Wasserfall sein, da war ich auch noch nie. Das will ich mir mal angucken und dann über die Schwarzwald-Hochstraße und alles weitere. Seht ihr unterwegs. Wir gehen los, ja? Auf geht's. Oh, ich muss meinen Akku einschalten. Okay. Unsere Akkus sind voll geladen. Ja, Celine hat sogar noch der Ersatzakku dabei. Die hat ja einen 400er drin und nochmal 400 im Kofferraum. Ich habe den einen mit 625. Ja, ich hoffe, das langt für die Tour. Wenn nicht, habe ich noch ein Abschleppseil dabei. Dann hänge ich mich an die Celine dran. Wir kriegen das irgendwie hin. Wetter ist nicht ganz perfekt, aber auch nicht ganz schlecht. Also Regen ist eigentlich nicht angesagt, aber sieht ein bisschen nach Regen aus. Ja, wir sind gespannt, was dann kommt heute. Also eigentlich wollte ich ja heute mal wieder mit dem normalen Eco-Bike ein bisschen rumfahren, aber der Papa wollte unbedingt E-Bike fahren. Ja, ich weiß aber, was auf uns zukommt, im Gegensatz zu dir. Wart's mal ab. Ja. Wart mal ab, bis dein Akku leer ist. Ich habe zwei. Ja, eben. Jetzt haben wir schon das erste Problem. Hier im Wald sind nämlich Holzfällarbeiten und jetzt müssen wir gucken, wie wir außen rumkommen. Wir müssten irgendwie da rüberkommen, da wo die Hütte ist, da unten. Ja, bin mal gespannt. Wenn nicht, wird es irgendwie wieder eine ganz andere Tour wie geplant. Hä? Es scheint so, als ob unser Problem heute mal ein größeres ist. Wir kommen hier überhaupt nicht aus diesem Wald raus. Besser gesagt nicht auf die andere Seite. Und wenn wir rüber kommen täten, da drüben wird auch Holz gemacht. Also wir müssen das komplett irgendwie umplanen heute. Weil wieder hochfahren und dann wieder runter, da täten wir der Akku gar nicht mehr lang. Ja, schauen wir mal. Jetzt haben die Wege hier doch zusammengeführt und wir sind jetzt auf der anderen Seite vom Bach. Schauen wir mal, wie weit wir hier jetzt kommen. Hier auf dem Weg waren jetzt auch noch mal ein paar Forstarbeiter und die haben gesagt, dass wir hier über den Weg nach Kloster Reichenbach kommen. Eine wunderschöne Aussicht in das Tal, wo wir gerade auf der anderen Seite, wir sind quasi hier, da sind wir das Tal entlang gefahren und jetzt fahren wir ja wieder hier zurück Richtung Kloster Reichenbach. Schöne Aussicht haben wir hier. Ja, eigentlich wollten wir jetzt an dem Teich vorbei. Und wir haben aber schon von Weitem gesehen, da ist auch wieder ein Absperrband da vorne. Die Segen hört auch ganz deutlich. Also das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir auf der Seite hier irgendwie runterkommen Richtung Kloster Reichenbach. Aber das müsste ja auch irgendwie gelingen. Ja, die erste Hürde ist genommen. Wir greifen jetzt hier von der anderen Talseite in Kloster Reichenbach an. Aber wir sind angekommen und nur das zählt. Und jetzt geht's auf die Tour de Murg. Jetzt sind wir hier unten auf der Tour de Murg, aber jetzt haben wir das Problem, dass es anfängt zu regnen.
Ja, da vorne wird es schon ein bisschen heller. Wie gesagt, die Wetter-App hat eigentlich gesagt, heute ist zwar bewölkt, aber kein Regen. Insofern denkt man auch, dass nicht allzu viel heute kommen wird. Aber wir werden es ja im Laufe des Tages erleben. Mechselin. Wir sind jetzt hier in schönen Münzach und es hat aufgehört mit Regnen, oder? Ja. Ja, noch ein bisschen nasse Luft, aber zwischendrin hat es mal richtig größere Tropfen geregnet. Es ist wesentlich besser jetzt. Ja, und für den schönen Münzach geht es dann weiter in Richtung Vorbach. Und es regnet schon wieder. Also irgendwie hat der Selenia Apple Wetterdienst total versagt heute. Jo. Ist halt so. Jetzt nehmen wir es auch so, wie es ist. Und es darf natürlich auch bei Regen hier nicht fehlen. Wie immer. Einfach schön. Ah, Selin. Ist auch bei Regen schön hier, oder? Kann man jetzt auch schon hochsehen Richtung Schwarzwald-Hochstraße, aber da steigt gerade so richtig der Nebel auf. Ja, bis wir oben sind, ist er vielleicht weg dann. Ne? Schön, ne? Ja. Gleich sind wir unten in Vorbach. Hier noch ein Blick mal zur Murg runter, weil die verlassen wir ja dann. Und wir müssen sie ja wenigstens einmal zeigen heute, die schöne Murg. Links von uns sieht man jetzt Vorbach, da fahren wir jetzt gleich über die historische Brücke. Wir gucken jetzt, dass wir von hier in Vorbach nach Baden-Baden kommen. Die Straße hätten wir gefunden, aber bei der Selin hat es gerade die Kette runter. Müssen wir mal schnell wieder irgendwie drauf bringen hier. Kette ist wieder drauf, jetzt kann es hochgehen zur Roten Lache. Und schaut mal hier, der Baum, wie der blüht. Richtig schön. Wie sagt man immer so schön, von nun an ging's bergan. Jetzt erstmal 8 Kilometer bis zur Roten Lache. Wir arbeiten uns hier durch ein richtig schönes Tal nach oben. Ja, oben sieht der Himmel auch schon ein bisschen blauer aus. Regnen tut es auch nicht mehr. Ja, ich glaube, das passt. Das wird gut, solange der Akku hält. Noch ein Blick in das verregnete Murgtal hier. Und für uns geht es jetzt hoch hinaus. Rote Lache.
Es ist Bermersbach hier gerade, wo wir durchfahren. Das heißt, 2 Kilometer haben wir dann schon. Selina hat mich jetzt mal überholt, der war ich zu langsam. Hier haben wir noch einen Blick runter zum Murgtal. Ja, da unten Richtung Rastatt sieht es auch besser aus. Und Baden-Baden ist hier angeschrieben, noch 16 Kilometer. Wir fahren ja nicht direkt nach Baden-Baden rein. Wir biegen ja links, vorher links wieder ab, Richtung Schwarzwald-Hochstraße dann. Eigentlich wollten wir hier jetzt gerade mal die Drohne hochlassen, aber die Drohne hat gar keinen Akku drin und Ersatzakkus haben wir auch nicht dabei. Sprich, ich habe eine leere Hexe mitgenommen, die Fernbedienung und die Akkus liegen daheim. Ja gut, dann kann sie schon nicht abstürzen, ne? Also sie fällt mir aus der Tasche jetzt raus. Okay, dann fahren wir weiter ohne Hexenaufnahmen. Schade. Ja, es steigt an und steigt an. Ja, die Motoren, die qualmen jetzt noch. Es sieht ganz schön aus dem Akku raus. Bin mal gespannt, ob ich heute eine Chance habe mit dem Akku. Oder ob mir der Strom ausgeht irgendwann. Spannende Frage. Ja, in der Hütte kommt jetzt eine Spitzkehre. Da ist man ein bisschen entspannter zum Dreddeln. Und dann müsste der Rest voll hochgehen, hoffe ich. Ja, das zieht sich schon ganz schön hier. Bis man oben ist, Rote Lache. So, hier wieder die Hütte, wo wir gerade gesehen haben. Und weiter geht's nach oben. Wir haben hier einen kleinen Parkplatz. Da hat man nochmal Aussicht runter Richtung Murgtal, aber vom Wetter her sieht man nicht arg viel. Es sieht jetzt wieder relativ eben aus hier. Ich denke, das meiste von der Steigung haben wir jetzt. Wir müssten bald an der Roten Lache rauskommen. Und da sehen wir uns dann wieder. Ich muss auch einen Schluck trinken. Okay. Auch mit Pedelec ist es anstrengend zum Berg hoch. Weit retteln muss man trotzdem. Ich sage immer treppeln. Ja. Pedalieren. Pedalieren muss man trotzdem, genau. Nicht retteln. Das sind auch keine Trettler, das sind Pedale. Okay. Jetzt haben wir wieder alles geklärt. Und da haben wir sie schon. Passhöhe, Rote Lache. Ja, hier brauchen wir gar nicht anhalten, hier kriegt man nichts zu essen. Wir werden jetzt direkt geradeaus weiterfahren, runter in Richtung Baden-Baden. Steht jetzt da vorne mit 11 Kilometern. Und wie gesagt, kurz vor Baden-Baden geht es für uns dann wieder links ab in Richtung Schwarzwald-Hochstraße. Aber jetzt erstmal hier hinunter Richtung Baden-Baden. Wir sind jetzt unten bei Baden-Baden und hier ist schon die Kreuzung, wo es wieder hochgeht Richtung Schwarzwald-Hochstraße B500. Das Wetter sieht gar nicht gut aus, der Himmel ist richtig schwarz jetzt hier. Es ist kalt. Geht. Es geht. Ja, die Abfahrt war jetzt schon. Ja, sehr lange Abfahrt und wir sind schnell gefahren, haben die Kamera in der Tasche gelassen und sind nur gefahren. Ja, da vorne kommt irgendwo so eine Mühle, da ist so Bäckerei und sowas dabei. Ich hoffe, dass ich da einen Kaffee kriege, Selin vielleicht einen Kakao und was zum Essen. Müssen wir halt draußen sitzen, ich hoffe, das Wetter noch hält so lange. Gehen wir weiter, ja? Okay. So, es windet ziemlich stark. Hier also Geroldsau und die Geroldsauer Mühle. Und da werden wir jetzt nach dem schön essen, gucken mal. Ja? Selina hat sich einen schönen Erdbeerkuchen hier gekrallt, aber leider regnet es wieder.
Wir haben hier so ein ganz kleines Dächlein gefunden. Da stehen wir jetzt gerade unter und müssen leider im Stehen essen. Das ist schon schade, hier hat es einen richtig schönen Biergarten, aber darf man halt nicht hinsitzen. Tun wir halt hier im Stehen unseren Kaffee trinken und das schöne Brötchen essen. Und hoffen, dass es wieder aufhört mit Regnen, wenn wir dann wieder hochgehen, Schwarzwald-Hochstraße. Unsere Abreise verzögert sich jetzt um ein paar Minuten, weil vielleicht hört man es, es regnet ein bisschen. Eigentlich wollten wir doch erst nachher zu den Wasserfällen, aber irgendwie sind sie jetzt verraten. Die Räder stehen im Trockenen, wir stehen im Trockenen. Kann ja eigentlich nicht mehr viel schief gehen hier. Aber es wäre trotzdem kein Fehler, wenn es jetzt noch mal wieder aufhören könnte. Es hat jetzt schon ein paar Mal geblitzt und gedonnert, ist also ein Gewitter. Da haben wir schon die Hoffnung, dass es irgendwann jetzt mal wieder aufhört hier. Wir sind jetzt hier eine gefühlte Ewigkeit rumgestanden. Jetzt hat es ein bisschen nachgelassen. Wir haben gesagt, wir riskieren es jetzt und ja, Wasserfall fällt glaube ich aus, haben wir jetzt genug gehabt. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir über die Schwarzwald-Hochstraße kommen und ja, also nass werden wir mit Sicherheit, da kommen wir heute nicht mehr dran vorbei, wir haben keine Regenhose mit. Ja. Jetzt nehmen wir es halt wie es ist, wie immer. Alles gut? Alles gut. Die Selin hat gesagt, nur die Harten kommen in den Garten und nach dem Motto fahren wir jetzt einfach weiter, komme denn was wolle. Vernünftige Entscheidung, Selin. Gute Entscheidung, einfach drauf zufahren, egal was kommt. Weil wir so harte Schweine sind, gehen wir jetzt doch noch geschwind zum Wasserfall, aber dann gehen wir auch schnell Richtung Heimat. Aber ganz schnell. Wir sind jetzt hier eine Weile durch den Wald gefahren, aber die große Stufe vom Wasserfall haben wir jetzt noch nicht gefunden. Und jetzt gehen wir lieber wieder zurück auf den Weg und kommen mal wieder zu Fuß hierher. Bei schönem Wetter, gell? Ja, wir fahren die ganze Zeit hier an so kleine Wasserfällchen vorbei, aber irgendwo muss eine größere Stufe, glaube ich, sein, aber wo, keine Ahnung. Wie gesagt, ich war hier auch noch nie. Ist mal eine Wanderung wert hier. Ja, wir sind jetzt wieder auf der B500. Jetzt geht's nach oben. Oh, spritze ich dich an. Jetzt geht's nach oben. Badener Höhe da hoch. Und dann weiter Richtung Mummelsee und so weiter. Und so weiter. Aber da können wir noch eine Weile dreddeln. Pedalieren natürlich. Genau, können wir noch eine Weile in die Pedale treten. Was ist passiert? Abgegangen. Abgegangen. Jetzt sieht es aus wie eine Bowlingkugel, ja? Ja. Das muss ich mal kurz beheben. Okay. Hier wieder eine Kehre. Oder besser gesagt eine Kreuzung. Zufahrt zur Badischen Weinstraße. Wir wollen aber Zufahrt zur Schwarzwald-Hochstraße. Ja, irgendwas quietscht hier.
wegen dem vielen Wasser an meinem Bike. Aber ich habe tatsächlich wieder auf 3 Striche hoch. Zwischenzeitlich war es mal bei einem Balken, also der Anzeige darf man nicht so trauen. Und ich denke, wir sind jetzt doch ein ganzes Stück hochgekommen. Und es hat permanent geregnet. Nur geregnet, geregnet und genau geregnet. So, jetzt sind wir bei irgendeinem Vasen hier. Schwanenvasen. Also noch weiter hoch. Mein Akku ist jetzt leer. Ich hoffe wirklich für ihn, dass er den Schlüssel mit hat, um den zweiten reinzumachen. Ja klar, habe ich schon mal was vergessen sagen. Also Celine. Na, hol mal deinen Akku raus aus der Tasche. Ich suche den Schlüssel mal. So, Celine. Du hast den Riesenvorteil eines zweiten Akkus. Okay, volle Ladung hier. Jetzt guckt euch das an. Die jammert, der Akku ist leer. Und was hat sie für Stufe drin? Okay. Dann ist das ja keine Frage mehr, warum. Ha? Wie weit bist du gekommen? 45 Kilometer, oder? Mhm. Weiß nicht. War ich überhaupt auf Null gehabt? Mhm. Okay. Ich habe jetzt auf dem Navi geguckt. Wir haben bisher 65 Kilometer und 1120 Höhenmeter. Also ich denke mal gar nicht schlecht mit der Celine ihre 400er, mit ihrem 400er Akku. Und jetzt hoffe ich, dass meine auch durchhält. Und es pisst wieder, es pisst. Es pisst und pisst. Es regnet, wollte ich sagen. Und wieder ein Teilerfolg. Plättig Hotel, Bühlerhöhle, Höhe, nicht Bühlerhöhle. Bühlerhöhe, Max-Grundig-Klinik. Ja, weiter geht's. Nächste Ziel Richtung Mummelsee mal, jawohl. Das ist doch toll bei dem Wetter. Wir sind jetzt hier in Sand oben auf dem Berg und stehen mitten im Regen. Ja, wird jetzt wieder runtergehen nach Vorbach. Und ja, die Ampel ist jetzt grün, wir fahren weiter in den Nebel rein. Ja, bald müssten wir am Mummelsee sein. Wir haben hier oben noch 3,5 Grad. Also auch nicht gerade so gut für die Akkus. Und auch für meine Nase nicht. Ja, und Nebel halt. Wir gucken nur, dass wir hier durchkommen und dann wieder runter Richtung Bayersbronn. Obertal, Mitteltal, Bayersbronn. Ja. Der Kameraakku haben wir inzwischen auch wechseln müssen. Jetzt sind wir hier in Unterstmatt. Ja, es hat aufgehört mit Regnen. Dauert bestimmt nicht mehr lang, da kommt die Sonne raus. Aber dann sind wir wohl daheim. So, jetzt kriegen wir ein bisschen Gegenwind hier. Aber es geht jetzt auch mal ein bisschen runter. Ja, das Wetter wird jetzt deutlich besser. Wir sind hier am letzten Anstieg vor dem Mummelsee. Ja, ein bisschen sieht man ins Tal, aber nicht der Rede wert. Hier vorne ist sogar ein bisschen Sonne. Ja, auch hier sieht man jetzt ein bisschen runter. Aber ihr werdet nur die Tannen sehen. Okay, wir fahren weiter. Mummelsee, nächste Station. Ich habe noch 2 Strichle. Celine, wie sieht es bei dir aus? Anstrengend. Ja. Oh ja. Wieder ein Etappenziel. Mummelsee. Und ja, mit Aussicht ist nicht so arg viel. Und wir fahren gerade am See vorbei. Weiter Richtung Seibelseckle. Und dann Ruhestein. Boah, das war jetzt ganz schön anstrengend noch. Hier hoch. Hab ein bisschen Akku gespart. Und ja. Ja, hier wird schwer gebaut. Wahrscheinlich wieder ein großer Parkplatz für die ganzen Besucher hier. Hier sieht man rüber zum Seibelseckle. Da sieht man, da liegt sogar noch Schnee am Skihang. Wahrscheinlich künstlicher Schnee.
aber am Wegrand lag auch noch ein bisschen. So, wir gehen weiter. Ja, gerade hat es noch mal geregnet. Wir sind jetzt wieder auf die Hochstraße vom Radweg wieder runter. Wir waren kurz am Seibelseckler auf der Radweg, aber sind wieder auf die Hochstraße. Und jetzt sind wir hier schön runter. Ja, die Sonne kommt ein bisschen raus. Überall fliegt der Nebel so durch die Gegend. Ja, recht schön eigentlich. Nur kalt ist es, richtig kalt eigentlich. Wir haben jetzt 6 Grad und vorher waren es nur 3,5. Und jetzt gehen wir weiter, in der Hoffnung, dass wir mal ein bisschen trocknen. Ja. Ich glaube, ich muss dir ein Tempo geben. Du hast ja ein bisschen Rotznase. Ja. Nächstes Etappenziel. Ruhestein. Und die Selin hat es gerade genau richtig gesagt. Von nun an ging es bergab. Hier wird auch schwer gebaut. Ja. Jawohl, die Sonne scheint. Wir sind gerade in Mitteltal auf dem Weg Richtung Bayersbronn. Ja, hier unten ist wesentlich wärmer, richtig angenehm. Ich habe jetzt die Handschuhe ausgezogen, da vorne hingelegt zum Trocknen. Ja, in Bayersbronn wollen wir dann nochmal nach einem LKW schauen, ein Cola, ein Bierchen und dann werden wir dann Richtung Freudenstadt, übers Friedrichstal Richtung Freudenstadt gehen. Ja, und wie gesagt, hier unten wieder wesentlich angenehmer wie oben auf dem Berg. Ja, wir sind mal wieder ein bisschen auf den Radweg hier gegangen. Und wie gesagt, in Bayersbronn gibt es dann noch mal was zum Essen. Ist kalt. Ja. Nein, hast du nicht mal warme Pizza? Nee. Ja, wir haben noch ein Fleischkäsweckle und eine Pizza ergattert. Ein bisschen was zum Trinken. Der Selin ist ziemlich kalt, kann ich verstehen. Ja, jetzt geht es hier gleich wieder den Berg hoch nach Freudenstadt. Und von Freudenstadt fahren wir den direkten Weg nach Hause. Wir haben jetzt auch schon fast 100 Kilometer, 1600 Höhenmeter, sowas. Also zum Wohl. Ja, weiter geht's Richtung Friedrichstal und dann hoch nach Freudenstadt. Da kommt noch eine richtig starke Steigung. Da haben wir gesagt, da schieben wir hoch, weil ich werde mit dem Himiway da sowieso nicht hochkommen. Die Steigung ist zu steil. Das packt der Motor nicht und bevor ich da groß Akku verschwende und mich ablag, schiebe ich dann da hoch. Und Selin kann sich dann entscheiden, was sie macht. Aber so wie sie gerade schnattert, ist vielleicht besser. Sie schiebt auch, dass ihr warm wird. Ja, hier sind noch die Forellenteiche. Und wie gesagt, da oben liegt Freudenstadt jetzt. Und wir müssen da vorne links hoch. Und da wird der Rainer ganz gemütlich schieben. Und die Selin, was macht die? Fahren und oben frieren, ne? Okay. Oben sieht man Freudenstadt. Und da unten geht es weiter Richtung Christustal. Und man sieht da jetzt hier, glaube ich, schon die Steigung. Links, da geht's hoch. Wir sind in Freudenstadt oben angekommen. Hier scheint natürlich die Sonne, wie sich's gehört.
Ja, jetzt noch Endspurt, Wittlensweiler, Grüntal, Fruttenhof. Und das ganze Thema ist dann gegessen. War aber schon wirklich eine richtige Herausforderung. Wie gesagt, auch mit Pedelec. Und in Anbetracht dessen, dass wir 2000 Höhenmeter inzwischen bewältigt haben, da muss ich diese Linie jetzt auch loben. Auch mit Motorle ist das wirklich eine Herausforderung. Über 100 Kilometer, 2000 Höhenmeter. Super Sache. Und deswegen werden wir jetzt auch hier in Freudenstadt mit Sonne belohnt. Ihr seht's. Wenn wir uns hier so den Himmel anschauen, als ob nichts gewesen wäre der ganze Tag. Sonne, Wolken, genau wie es angesagt war. Irgendwie war mir wohl Celine rechts. So, wir fahren verschiedene Wege. Der ist einfacher hier für mich, weil mein Akku, der hat nur einen Balken. Das heißt, ich muss möglichst mit wenig Steigung jetzt voll heimkommen. Genau. Die letzte große Steigung haben wir bewältigt. Ja, bisher habe ich noch ein bisschen Strom. Oh, es windet brutal hier. Und jetzt geht es noch runter Grüntal. Und dann sehen wir uns in Fruttenhof wieder. Sally, wie geht's dir? Gut. Aber auch schon ein bisschen kaputt, oder? Müde. So müde wie deine zwei Akku. Ah, war eine schöne Tour doch. Super Wetter immer. Hat alles gepasst. Ja, wir sind durch. Uns langt es auch total jetzt. Also, wie gesagt, 2000 Höhenmeter, die merken wir echt in die Knochen. Und wir sagen jetzt ganz einfach, vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!